Und heute Morgen bin ich aus Erfurt gekommen, da ging schon die S-Bahn irgendwie nicht. Da musste ich auf ein, okay, nur 20 Minuten, okay. Dann musste ich heute zum Friseur. Ihr seht als erste Menschen meine neuen schönen Strähnen. Sag mal, warst du beim Hey, Friseur? du warst doch beim Friseur. Das Also. sind doch Strähnen, neue Mom, Aber Mann. ich habe gesagt, nicht trocken föhnen. Ich muss um 7:30 weg. Seit 7:30 bis 9:30 bin ich unterwegs. Dann war ich, bin ich, die sagen ja nichts. Du steigst in der Hauptwache ein, Das ist. Ja. fährst bis Südbahnhof, dann sagt die, hier ist Endstation. Und du denkst dir, hallo? Hallo? Ja. Keine Ansage, jetzt kommt demnächst eine andere Bahn. Einfach nicht. Ja, willkommen beim RMV, hätte ich jetzt mal gesagt. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Dann habe ich diese ganzen Meldungen gelesen und dann stand, ja, später kommt dein Bus. Was heißt denn später? Dann bin ich raus, wollte ein Taxi, kannst da. Dann kam ein Bus Richtung Flughafen, sage ich, ja, da ist ja schon mal die Richtung. Dann habe ich unterwegs gesagt, am Flughafen, ach du Scheiße, viel zu weit. Bin ausgestiegen, habe ein Taxi gerufen, dann kam ein anderes Taxi. Habe ich gesagt, halt! Ich habe es total eilig. Und ich wohne ja an einem Ort mit einer Bahnschranke. Und Oh da, nein. ich komme an die Bahnschranke, stehen da Mitarbeiter und sagen, hier geht heute nichts. Dann habe ich meinen Krempel aus dem Taxi raus und bin gelaufen. Und Nein. dann sage ich, wissen Sie was, ich war so wütend, ich sage sonst nie was zu Mitarbeitern. Das ist der letzte Scheißdreckverein. Und wenigstens keine Information, die sind noch nicht mehr gebacken. Naja. Und dann mache ich diesen alten Computer an. Lädt und lädt, dann gehe ich auf Skype, sagt er immer, unerwartet beendet. Aber wenigstens hast du eine Info. Wenigstens hast du eine Info. Ich kriege jetzt ständig angezeigt, Kreditkarte abgelaufen, obwohl Auch. meine Kreditkarte gar nicht abgelaufen ist. Oh, du rauchst. Heute, jetzt, ich Aber rauche. nur Tabak, falls Ja, die Presse fragt. natürlich. Ja. Natürlich. Natürlich. Nach diesem Stress eine drin. Und morgen bist du in der Bild Frankfurt, weil es heißt, Susanne Fröhlich pöbelt gegen Bahnmitarbeiter. Aber Werde dann. ich dann auch tun. Ja. Und damit ein Herr und. Ich muss aber erst runterkommen. Ich war so wütend. Vor allem diese Informationspolitik ist halt. Also, das mal irgendwie bei all dem und Riesen und Aber Gesamtkunstwerk ich und. habe jetzt 40 Euro Taxi bezahlt. Ich kann mir das leisten. Es stinkt mir auch, Ja. dass schon die scheiß Jahreskarte für 1200 hat. Aber da waren eine Menge Leute, die, glaube ich, nicht einfach so 40 Euro zahlen. Ja. Die standen da total lost und die haben dann gesagt, ja, wann kommt denn was, sage ich. Und diese Informationspolitik, dass du dann, ich hab's, also ich bin so bei dir, ich hab das so, dann fliegst du beim Südbahnhof raus und denkst dir, okay, und dann, hallo, hallo, und alle tippen am Handy und sagst, Alles sind weg. Schnell weg, denken und du wir. kriegst auch nicht irgendwie, genau, nur diese Information vom RMV, der Zug endet hier. Nichts. Warum? Nada. Warum? Egal. Jetzt geht es mir schon besser. Aber dasselbe Schicksal ereilt euch übrigens auch, wenn ihr, das habe ich jetzt zweimal gemacht. Einmal habe ich den RMV angeschrieben und habe gesagt, wenn ich eine Fahrkarte zu Filbel Nord buche, dann kostet die, ich weiß nicht, 3,50 Euro. Wenn ich zu Filbel Süd, was vor Filbel Nord liegt, buche, kostet so 4,10 Euro. Und dann schrieben sie mir zurück, ja, das hätte alles politische Gründe Ja, und regionalpolitische Gründe. Dann schrieb ich wieder zurück, kann ja nicht sein, weil Bad Vilbel ist ja Bad Vilbel. Also da gibt es ja nichts. Und dann schrieben sie wieder zurück irgendwas und mit dem Hinweis, um abschließend zu antworten. Und das ist mir zweimal passiert. Die geben dir einfach keine Auskunft. Also um, vor allem, da wenn du sagt auch. dann, oh, dann der Satz, um abschließend zu you Und da son sagt of auch keiner, wir geben das jetzt mal, also gibt mal ein Feedback, ob es weitergegeben wurde, weil das ist Gestern ja. im Zug schon, okay, das ist ja die Deutsche Bahn, natürlich auch, 50 Minuten zu spät. Ich bin extra früher am Bahnhof und dachte, kannst ganz entspannt hingehen. Kam eine Viertelstunde zu spät, dann 15 Minuten. Dann rufe ich im Sender an und sage, die Maske muss sehr schnell gehen heute. Ja, aber gut. Ja, aber Maske hast du jetzt ja auch nicht so nötig, bitte. Schon. Können wir das so rausschneiden? Können wir das so rausschneiden? Darf man fragen, was gab es als Straßenstars oder was gab es denn? Nee, wollte ich lesen. Ah, neue Folge. Das kommt nächste Woche, glaube ich, oder übernächste. Das war Neue vorher. Folge. Sehr schön. Ja. Ich sag jetzt einfach mal ganz kurz zwischendurch. Ganz herzlich willkommen alle bei Schmetterlinge im Kopf und wir haben eine Wiederholungstäterin heute. Jawohl!
heute alleine, wir hatten sie auch schon im Duo mit ihrer Co-Autorin Constanze Kleiss, und heute ist sie ganz alleine, denn sie hat in den letzten 3 Wochen schon wieder ein Buch geschrieben, wie auch immer man sowas schafft. War nicht das. Nein. Herzlich willkommen, Susanne Fröhlich. Ich halte jetzt alle 250 Bücher von Susanne Fröhlich in die Kamera und ihr könnt den Podcast machen. Und einfach. Vor allem, ihr habt es gehört, trotz Riesenstresses hat sie sich im Hechtsprung an den Computer geschmissen, hat es gerade noch geschafft, die An-Taste zu drücken. Dann kam Skype in die Quere, aber wir haben Google auf sie gehetzt. Und jetzt und sind wir da. Haben exklusiv haben wir jetzt für euch die Nachricht, dass Susanne Fröhlich demnächst Werbebotschafterin vom RMV ist. Das kann man jetzt schon mal, und da freuen wir uns alle sehr drüber. Ich habe wirklich schon mal was für die gemacht. Ehrlich? Ja, also Jugendsünde. Masken tragen in der Bahn. So, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen, weil ich würde sagen, es ist ja gar keine Bahn da, mit der man fahren kann. Genug. Ich bin ja eh ganz an der frischen Luft. Jetzt geht es ja schon wieder. Wie ist es? Bist du mit dem Fall der Maskenpflicht zufrieden? Also du fährst ja auch viel Bahn, glaube ich. Und auf fernen Strecken, finde ich, war es ja schon immer so ein bisschen. Also trägst du sie noch oder bist du froh, dass sie weg ist? Also heute in der S-Bahn hatte ich eine mir gegenüber, da dachte ich entweder die Krupphusten oder Keuchhusten oder da habe ich sie aufgesetzt. Für mich ist es okay. Ja. Weil viele Leute konnten sie anscheinend nicht mehr aushalten. Die haben ja so getan, als wäre irgendwie komplette Freiheit verloren gegangen. Oh, ohne Flachs, oder? Eine Freiheit hängt nicht an einer Maske. Ich nehme jetzt die Freiheit, wenn es sehr irgendwie wirrig aussieht, ziehe ich sie einfach an. Genau. Aber das sind doch die Situationen, auch was du jetzt eben geschildert hast, ist ja echt leider keine Seltenheit. Ne? So diese, gerade im Raum Frankfurt, die Zugverspätung, die S6 habe ich jetzt auch zufällig durch den Hausaushang erfahren, also meine Hausstrecke, die ist jetzt auch wieder irgendwie gesperrt. Aber das sind ja auch Geschichten, wenn ich jetzt, ich konnte es leider nicht ganz lesen, weil die Post ja auch gestreikt hat, aber ich habe es mir ganz tapfer als E-Book runtergeladen. Und wenn ich die Geschichte lese, ich musste wirklich sehr, 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 sehr lachen, auch ob der ganzen Dialektik natürlich. Aber das sind doch eigentlich Geschichten, die müsstest du doch aufsaugen wie ein Schwamm. Und vermutlich hast du schon das nächste Buch angefangen zu schreiben. Ich fange demnächst an. Ich bin gerade in der. Und es fängt zufälligerweise im Zug an, in der S-Bahn. In der S-Bahn, die nicht kommt. Da lernen wir dann 2 kennen, während sie warten. Vermürben. Und ja, ich hatte mir herrliche kleine Nudeln vom Thai gekauft. Ja. Und hatte aber kein Besteck und war kurz davor, an dem S-Bahnhof einfach diese Packung aufzumachen. Was wäre das ein geiles Selfie geworden? Was wäre? Sie sind doch Susanne Fröhlich. Zack, auf Insta. Was hat die da gemacht? Die hat einfach so mit den Händen die Nudeln gegessen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ja. Ich bin ja 60 geworden und seitdem bin ich irgendwie befreit von allen Peinlichkeiten. Ach, immer wenn was komisch ist oder ich was nicht will, sage ich mir, ich bin 60, ich darf. Aber inspiriert dich, oder ich frage jetzt mal anders, deine Heldin, die Frau Schnitt, ist ja sozusagen die Kultheldin deiner Bücher. Wie viel, wahrscheinlich hast du die Frage 3 Millionen Mal gestellt bekommen, aber nicht von uns. Wie viel Susanne Fröhlich ist denn da bei der Frau Schnitt? Autobiografisch. Andrea Schnitt ist eine Frau, die ich nett finde, die ich mag, die ich auch in manchen Teilen gut verstehe, aber ich bin. A, bin ich älter als meine Heldin. B, bin ich sehr viel resoluter. Also ich lasse mir weniger gefallen als Andrea Schmid. Mhm. Und ich bin auch entschiedener. Also Frauen sind ja typischerweise so, die sagen ja nicht, wenn der Mann sagt, hol zu mal meine Tante Gerda vom Bahnhof ab. Dann sagen Frauen, ach du je, ich muss doch den Torben zum Hockey fahren und die Luisa bei der Querflöte abholen und dann will ich noch Muffins backen für den Kinder. Muffins backen, genau. Ja. Für den 8. Ja, ja. Aber gut, ich versuch's noch irgendwie dazwischen, weil ich verstehe, dass du die Champions League gucken willst. So. Ja, ich eine Frau, die mich versteht. Das sagen viele Frauen. Ich sage, es ist deine Tante. Und wenn das nochmal heißt, könntest du sie netterweise abholen? Und ich wirklich viel zu tun habe, sage ich nein, danke. Wenn ich nicht zum guten Tag habe, sage ich nein. Nein, danke, ja, finde ich allerdings. Wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, sage ich, fahr S-Bahn. Ja. Aber Sandy, du hast ja auch, es gibt ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil das Buch ist ja ganz frisch, lest die Geschichte, schönes Buch, danke an Trömer Knauer, toller Verlag. Es gibt ja diesen Guru, ich möchte nicht zu viel verraten, es gibt ja diesen Guru. Warum? Und
Jerome. Oder mal anders gefragt, wie machst du es denn, dass du bist, wie du bist? Also ist das war das schon immer so oder Erziehung oder hattest du jemanden, der dir das, also auch was das Alter betrifft, entspannt sagen, ich bin 60, Punkt, ich habe eine freche Schnauze. War das schon immer so oder hast du das selbst dir irgendwie beigebracht? Naja, 60, also älter sein ist ja, jung sein ist ja erstmal kein Verdienst. Das kann ja jeder, das war ich ja auch schon. So ist es. Elternsein ist ja die Herausforderung und es gibt auch wenig Alternativprogramme zum Älterwerden. Und wenn jemand so blöd lächelt, sage ich, what's up, Freundchen. What's up? Ich wollte nicht auf deine Kampfadern. Weißt du, so, ich habe sehr direkte Eltern. Bei uns wurde immer viel auch gesprochen. Mhm. Also man musste schon schnell sein. Aber mein Vater hat ja sehr früh, ich wollte Jura studieren, weil mein Vater Jurist ist, und der hat ja sehr früh zu mir gesagt, ich glaube, das ist keine so gute Idee, war ich erstmal beleidigt. Und dann hat er gesagt, wenn ich du wäre, würde ich versuchen, mein Mundwerk zu Geld zu machen. Da hat er mal recht gehabt. Aber ach, gut. In your face, klare Ansage. Papa. Ja? Gut, du hast natürlich den Stift und die rechte oder linke Hand, je nachdem, was für eine Händlerin du bist, noch mit dazu genommen. Aber wenn ich bin ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen Angst vor dem Buch, weil ich dachte, nicht, dass ich mich langweile oder, also ich kann es gar nicht beschreiben. Und das Buch hat mich gekriegt, als die Protagonistin schreit, das ist der Horror. Das ist der Horror. Und man hat, und ich, also wir sind ja alle Frankfurter quasi. Und du, also, oder, also dem Frankfurter Dialekt mächtig und dem, ja genau. Also. So ist es. Forza SGE. Was war das und Spiel gestern? Alter Schwede. Darmstadt stärker als erwartet, aber dann ich schön nass gemacht. Ich habe keine Halbzeit gesehen, ich habe vorher Geld verdient und eine Lesung gehabt, aber also das ist ja so mit diesen Geschichten, diese Bücher in Anführungszeichen gelten ja immer als Frauenliteratur. Ich habe aber eine Menge Männer, die sie auch lesen. Es ist einfach Unterhaltungsliteratur. Ja, so ist es. So ist es. Es geht um Unterhaltung, nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe mich dafür lange Jahre gerechtfertigt, das tue ich aber nicht mehr. Weil ich finde, nur Deutschland macht so gravierende Unterschiede zwischen intellektuell, Literatur, hochgeistig und Unterhaltung. Also der ganze anglosächsische Raum macht es nicht. Die sind da ganz entspannt. Und das finde ich eigentlich auch gut. Bei mir geht es so ein bisschen drum, also A ist die Botschaft, man ist nie zu alt für junges Glück. Ja. So. Also man kann auch hinten raus, man kann auch mit 80 noch heiraten, wenn man denn will. Ganz offenbar. Ja. Muss man, kann man aber. Und man kann eine ganze Menge Sachen machen. Und mit diesem Guru, den du vorhin angesprochen hast, der in dem Buch eine Rolle spielt, es ist ja so, dass besonders Frauen erstaunlicherweise sehr anfällig für sowas sind. Also da kommt jemand, der eigentlich, keine Ahnung, im Buch ist ja eigentlich Parkettverleger gewesen. Mhm. So. Und der sagt, ich habe eine Gabe. Und dann erzählt er einfach so einen Facebook-Spruch, haut er da immer raus, irgendwas so, aber möchte dein Krönchen oder die Wand im Blabla. Und da zahlen Frauen viel Geld für. Und dann habe ich gedacht, das nehmen wir mal mit rein. Aber hattest du beim Guru Veit Lindau irgendwie ein Vorbild? Oder jemanden, wo du gesagt hast, da erinnere ich mich an den? Nee, also ich kenne schon so Heilertypen, die aber keinerlei Qualifikation haben. Das macht mich dann kribbeln. Aber da gab es doch in Hessen jetzt gerade vor ein, zwei Jahren, da gab es, glaube ich, sogar eine Doku im HR, dieser Guru, der ja dann auch missbräuchlich gehandelt hat und hier irgendwo Kronberg oder, war das so eine Anleihe oder kanntest du die Geschichte gar nicht? Nee, ich bin eh nicht so anfällig persönlich dafür, ich lasse mir nicht so wahnsinnig gerne sagen, wie ich was zu machen habe. Das hätte ich jetzt aber so nicht gedacht. Ich bin sehr kritisch zu dir selbst. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Nein, ich finde halt auch, es ist oft so, dass es gibt ja therapeutisches Fachpersonal, wenn man irgendwie Probleme hat. Und ansonsten verbringe ich meine Freizeit lieber mit Freunden oder Freundinnen oder whatever. Also das ist eigentlich nicht meine Welt. Und ich sage den Frauen nur,
wenn es euch hilft, ist fein, könnt ihr natürlich machen. Ja, ja, ja. Aber da verdient jemand auch eine Menge Geld. Holla die Waldfee. Aber die Mission ist schon so ein bisschen, ich sag mal, deine Geschlechtsgenossin an Erfahrungen teilhaben zu lassen, wo du, das war ja das letzte Buch mit Constanze, war ja eher schon sowieso ein Ratgeber oder ein Sachbuch, so will ich mal sagen. Von? Aber in deinen Büchern, deinen Roman ist aber schon auch die Botschaft drin, so Support, lustig sie auf sind. Auf jeden Fall Support, oder? Also so ein bisschen schon, dass ich sage, also klar, immer sage Augen auf bei der Partnerwahl. Richtig. Jetzt habe ich einen Ledger an der Seite. Naja, gut. Ja. aber auch so ein bisschen, dann, wenn ihr immer sagt, ich will doch so gerne, dann macht doch einfach auch mal. Mhm. So, also dieses, ach, wenn ich erst neue Brüste hätte, dann, oder wenn ich 5 Kilo abgenommen hätte, dann sage ich, dann nimm die scheiß 5 Kilo ab, wenn die dir so wichtig sind, wenn die deinem ganzen Lebenswerk im Weg stehen. Dann mach's einfach. Aber hör auf, es mir seit 10 Jahren zu. Also, es gibt so Freundinnen, die erzählen das immer Gleiche. Ich kann mit meiner Mutter. Und dann sage ich auch, irgendwann ist es zu spät für eine schlechte Kindheit. Such dir mal was Neues. Ui. Ja, und aber irgendwann ist es auch zu spät dafür. Man kann das doch. Ist. Wir haben eine Freundin, die Conny und ich, die ist selber 64. Die beschwert sich immer noch, dass ihre Mutter sie, als sie 3 Jahre alt war, für 3 Wochen ins Kinderheim gegeben hat. Das ist schon hart. Mich auch. Also nicht ihre Mutter. Ich wollte gerade sagen, ihr habt die gleiche Gleise gehabt. Ja, die Kinderlandverschickung. Ja. Vertrauen, das muss man doch mal hinterfragen. Und auch, ja. Natürlich, das ist ja kein, ich bin nicht missionarisch unterwegs in dem Roman. Und die sind ja auch nicht alles Helden, die da mitspielen. Das sind ja ganz normale Menschen und man macht Fehler, man ist nicht perfekt, aber auch dieses, du musst nicht perfekt sein, weder mit deinen Kindern, noch mit deinem Mann, noch mit deiner Wohnung, noch mit deinem Bauchspeck. Was soll's? Danke. Jetzt kenne ich ja so und solche Fälle. Hast du denn, gibt's auch Frauen, die sagen, ey, also mir ist das zu sehr Klischee oder die sich da auch beschweren, dass da vielleicht, dass sie sich in dem Frauenbild nicht wiederfinden? Also ich habe jetzt auf deine Bücher hast du ja immer eine 4 Komma. Also sprich, kann man nicht meckern. Da gibt's stets Zuspruch. Klar, ich meine, Leute, die es nicht mögen, gibt's auch. Aber wie ist so generell die Resonanz? Also wird das schon angenommen? Oder gibt es auch Leute, die sagen, es gibt ja... Also die Resonanz der Menschen, die es mögen. Ansonsten steht es ja jedem auch frei, es nicht zu mögen, gar kein Problem. Und mit den Klischees ist es natürlich so, die Klischees kommen ja irgendwo her. Das heißt, an den meisten Klischees ist auch ein bisschen was dran. Und ich habe ja nicht diese Art von Klischee, die ich zum Beispiel hasse, so... Es gibt ja diese Klischees, Männer können immer, wollen immer, Frauen sagen, oh, ich habe Kopfweh und so. Das hasse ich alles. Diese sexistischen Klischees habe ich nicht. Natürlich kann es mal eine Rolle in meinem Roman geben von einem Typ, der so tickt oder so. Aber ja, es gibt Klischees, aber eigentlich versuche ich immer zu ermuntern, sich mal was zu trauen. Deswegen ja auch getraut. Es geht nicht nur, der Titel des Romans, nicht nur um das Heiraten, sondern auch darum, trau dich mal. Ich habe mich was getraut. Das muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuseherinnen und Zusehern jetzt vielleicht auch sagen. In diesem Buch und spätestens, wenn Andrea Schnitt mal kurz ein Verwandtschaftsverhältnis beschreibt, ich musste diesen Satz wirklich 3-mal lesen, weil diese Verwandtschaften, diese Beziehungen sind ja wirklich hochkomplex. Dass der Freund der Nichte auch der Vater ihres Enkels ist und. Also da habe ich mich gefragt, da hast du doch bestimmt mit Eifer dran gesessen und musstest du da selbst lange überlegen, um dir diese Konstellation auszudenken. Die muss man ja auch im Buch durchhalten. Andrea Schmid ist ja quasi eine Frau, die mich schon lange begleitet. Das ist Roman Nummer 12 mit ihr. Ja. Mhm. Und diese ganzen Verstrickungen waren im letzten Roman. Und ich will immer gerne es so haben, dass man auch die Romane einzeln lesen kann, ohne dass man sich vorher Bücher wühlen muss, um dann bei Band 12 anzukommen. Da hätte ich jetzt den letzten lesen müssen, aber versprochen, ich freue mich wirklich, diesen weiter zu lesen, weil ich echt lachen musste. Ja. Und dann komme ich sicherlich auch dazu, mal zu hoppen, zu den anderen Schnittfolgen. Kunstkomik. Also es gibt ja so Momente, da entsteht aus einer Nichtigkeit irgendwas ganz Groteskes. Oh ja. Habe ich das auch im Leben, dass Leute sagen,
wenn du das jetzt schreiben würdest, das wird ja keiner glauben. Ja. Und verrückt. Und dann denke ich, ja, aber das Leben ist manchmal einfach auch super verrückt. Man, was weiß ich, ich bin in Nepal am Ende der Welt und treffe jemanden, den ich aus der Schule kenne, wo man so denkt, ja, sag mal, was machst du denn hier? So, wenn ich das jetzt gewusst hätte. Wenn ich das jetzt schreibe, glaubt das kein Mensch. Genau. Wie ist denn der Schreibprozess bei dir? Also gibt es so Themen bei dir wie Schreibblockade oder dass man beim Schreiben an die Spiegel-Bestsellerliste denkt und sagt, okay, was ist jetzt gerade der Mainstream, was ist gerade der Vibe irgendwie? Oder bist du da völlig losgelöst, du machst dein Ding, schreibst und dann guckst du, wie es passiert? Davon bin ich losgelöst, also von diesem, was jetzt die Liste erwartet. Also der Markt ist ja auch nicht so berechenbar, sonst würden ja mehr Leute das noch hinkriegen. Und wenn man die Spiegel-Bestsellerliste der Belletristik anguckt, ist es auch, das geht ja von Sebastian Fitzek über Juli C. über keine Ahnung. Es ist viel Krimi, es ist, man weiß es nicht. Aber nee, das mache ich nicht. Und Schreibblockade, ja, das kenne ich schon. Ich kenne eher so eine Faulheitslähmung, dass ich ach, ich habe noch so viel Zeit. So, da kann ich mich ja mal locker machen. Und dann wird die Zeit geringer und die Panik steigt proportional. Und dann bin ich wie gelähmt, weil ich dann so denke, ich kann das nicht mehr schaffen. Ich kann das nicht mehr schaffen. Ich bleibe im Bett. Also ich habe wirklich so kindliche Reflexe. Ich möchte im Bett bleiben, die Decke über meinen Kopf ziehen und sagen, keiner sieht mich, dann weiß auch keiner, dass ich hier bin und so weiter. So. Und dann rufst du dein Lektorat an und dann sagt das Lektorat, ja, ja, das ist wie jedes Mal. Ich gebe immer pünktlich. Ja, schön. Also ich gebe zum vereinbarten Termin ab. Diesmal war ich sogar, ich musste am 15.11. abgeben, habe ich am 14.11. abends abgegeben. Fand ich richtig. Ich meinte jetzt, das Lektorat ist auch eher beschwichtigt sagt, ja, ja, das sagt sie jedes Mal. Sage ich das gar nicht. Ach so, okay. Also, die kriegen den Stress nicht mit. Die dürfen das gar nicht wissen, das kriegt die arme Konstanze alles ab. Ja. Und die Konstanze ist genau das Gegenteil im Arbeiten. Die kriegt einen Termin, einen Auftrag und fängt an und teilt sich das ein und arbeitet es entspannt ab. Tja. Die Konstanze sagt, sie hat schon in der zweiten Reihe, obwohl sie mit den Romanen nichts zu tun hat, hat sie Schnappatmung, weil sie es kaum aushalten kann. So, und die peitscht mich dann auch an. Die sagt, setz dich hin, mach das. Wie ist denn dann der Moment, wenn das Buch so die ersten 1, 2, 3, 4 Tage, wenn es dann draußen ist? Also bist du da im Internet aktiv und guckst oder machst du da auch dein Ding und sagst, nee, also ich werde mir jetzt nicht angucken, wie die Rezension oder das Feedback der Leute ist? Doch, ich gucke schon. Ich war jetzt auch, da ich gestern in Erfurt war, war ich am Hauptbahnhof, dann gehe ich schon auch in die Buchhandlung und gucke, ob mein Baby schön ist. Oh! Ach, wie schön. Ja, das ist natürlich eine tolle Reiselektüre auch, das kann man dazu sagen, weil es ist, man muss, wie du sagst, keine intellektuellen Verrenkungen anstellen, sondern einfach einer spannenden und total lustigen Geschichte. Man muss ein bisschen hessisch können, aber unter Umständen lernt man es natürlich aber auch. Aber ich habe ja in Thüringen gelesen, die lieben das. Ja, 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 das können sich da kaputt lachen drüber, über das Hessisch. Und ich, eigentlich sollte diese Figur, der so hessisch spricht, das ist der Ex-Schwiegervater, also ein alter Rudi. Der ist ja schon Ende 80 und eigentlich sollte der auch schon vor ein paar Bänden quasi gehen müssen. Aber jetzt heiratet er nochmal. Die Kinderinnen haben gesagt, nein, und wehe, dem Rudi passiert was. Und ich muss jetzt mal wirklich, also... wird jetzt eng. Und ich kann wirklich bestätigen, also es macht wirklich, weil ich habe mir viele Notizen und Zeichen gemacht. Unter anderem hat mir der Satz sehr gut gefallen, aus der Situation heraus jetzt im Streit. Ich glaube, du rufst am besten Lou an, damit dir jemand sagt, dass du recht hast, beende ich das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Also es gibt, es gibt viele schöne Momente, wo man wirklich... Wie kommt es denn mit... du lebst ja auch in Frankfurt, in Hessen. Gab es da mal im Laufe der Zeit Überlegungen, wegzuziehen oder Stories jetzt im heißen Berlin, München oder sonst wo stattfinden oder New York oder so? Ich hatte schon auch, ich glaube, ich habe noch nie Romane gehabt, die wirklich wo ganz anders spielen. New York würde ich mir nicht anmaßen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, da müsste ich ja erst mal 6 Wochen hinfahren. Das wäre natürlich ganz attraktiv. Ja, nicht komplett verkehrt. Ja. Da wäre schon einiges an Geld vom Vorschuss weg, wenn nicht alles. Ja,
es gibt schon immer mal Ideen, aber das Interessante ist ja, ich habe auch einmal einen Roman geschrieben, der ganz anders war und auch nicht so lustig. Das war mein absolut unerfolgreichster Roman. Oh. Mein Ex hat immer gesagt, es ist dein bester Roman überhaupt. Ah. Ja, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt abends Lust habe auf Spaghetti Bolognese. Ja? Mir völlig fremd. So, ja. Genau. Oder sagen wir mal eine schöne Pizza Margherita. Und dann bringt mir jemand einen Thai Curry. Dann sage ich, ja, das na, rast dich aus. Ja? Aber ich wollte eine Pizza. Und so ist es ein bisschen mit den Büchern. Wenn du kaufst ein Buch von mir so freiwillig und dann denkst du, da ist was Lustiges drin. Und bei dem Buch, das ich damals geschrieben habe, ist direkt auf Seite 1 ein Baby gestorben. Da waren die entsetzt. Dann haben die gesagt, was ist denn das? Wo ist denn das Lustige? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, oje, oje. Jetzt sind alle fröhlich drauf, es ist Fitzek drin. Naja. Oder was auch immer. Ja. Ist denn was schreibst du denn lieber eigentlich? Solche Sachbücher, also wo es auch so ein bisschen Recherche geht und natürlich, nee, du musst für das ja auch recherchieren. Oder lieber so Geschichten oder wechselt das ein oder andere ab oder könntest du eher auf das eine als auf das andere verzichten? Musst du ja nicht, aber wenn es sein muss. Ich gerne mit Konstanze, deswegen schreibe ich gerne Sachbücher, weil ich gerne hier schreibe. Aber lieber schreibe ich Romane. Ich denke mir einfach wahnsinnig gern was aus. Das ist im Sachbuch halt ein bisschen problematisch. Das stimmt. Ja, da gehört viel mehr Recherche und sowas dazu. Im Roman bestimme ich. Das ist ja eigentlich toll. Ich sage so, diese Figur gefällt mir, die lebt noch. Oder kriegt nur eine kleine Rolle, weil die ist mir unsympathisch. Ich kann natürlich auch... Ja, also die Sachbücher schreibe ich in erster Linie, weil ich wahnsinnig gerne mit Konstanze schreibe. Und ja, aber das ist ja eine wirklich schöne, ein schönes Motiv. Ja, es ist einfach... Übrigens hier nochmal ein Buch mit Konstanze. Geld zu verdienen ist einfach... Hammer, oder? Hammer. Und deswegen finde ich, ist das gut. Ansonsten, wie gesagt, mag ich es eigentlich, mir was komplett auszudenken. Gab es eigentlich mal eine Idee, weil, also du hast ja, das ist ja generell erfolgreich, mega erfolgreich, aber Moppel, ich war ja so richtig die Rakete. Gab es da mal eine Überlegung, da Reloaded zu machen oder Teil 2, 3, 4 und damit so ein bisschen den Bohlen und sagen, jetzt baller ich richtig raus? Ja, könnte ich natürlich, aber habe ich keine Lust. Also, gut, nächste Frage, ja. Hin zu dem Thema abnehmen, zunehmen, bla bla, ist alles gesagt. Also, im Prinzip weiß ja auch jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass wahrscheinlich Chips einen nicht schlanker machen. Natürlich, wenn ich eine Botschaft hätte und sagen könnte, so Leute, ich habe es jetzt raus, 8 Kilo in der Woche, ihr könnt essen, was ihr wollt und kein Sport, würde ich es aufschreiben. Wir alle wollen das ja lesen und wir wollen es ja auch hören, obwohl wir alle wissen, es wird nicht funktionieren. Es geht aber wobei konnte man mit diesem Mega-Erfolg rechnen? Oder hast du beim Schreiben schon den Vibe, dass du merkst, oha, ich glaube, das wird ein richtiger Bringer? Der Verlag gesagt, es wird fantastisch laufen. So. Ja. Und dann haben die gesagt, Habe ich mir das einfach. Und es war auch ganz toll, weil es war das Sachbuch des Jahres auf allen. Und das war wirklich super. Durch die Decke, aber sowas von. Es war toll, es war ein finanzieller Erfolg, es war aber auch so einfach toll. Aber alle Leute, ich habe mich irre gefreut und dann haben alle damals, es war 2004, zu mir gesagt, ja, aber es wird nie mehr was so erfolgreich sein. Und morgen regnet es wieder. Ja. Da hab ich gesagt, das ist der Unterschied zwischen uns. Weil was ist es denn dann, wenn ich mich jetzt auch nicht freue? Weil ich mich schon gräme, dass nie mehr was so erfolgreich wird. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich meine, ich muss mir natürlich auch viel dazu anhören. Ich werde immer natürlich angeguckt und gecheckt, wo steht sie gerade gewichtsmäßig. Ach so, okay. Also. Aber die Haare sitzen. Das ist so. Also. Ja, wobei ich glaube, viele dieser Probleme, die du für Frauen auch so anschneidest, ich glaube, es vermischt sich langsam auch, also der Mann wird ja auch ein bisschen weicher, oder? Siehst du das männliche Geschlecht da eher unveränderlich? Also ich habe schon das Gefühl, dass da auch mehr Kosmetik, mehr Haare, mehr Lifestyle. Das hat ja mit weich zu tun, also die Ansprüche steigen da auf, aber die meisten Männer, die ich so kenne, haben doch noch einen gewissen Pragmatismus. Die schauen sich so an und sagen, ja gut, also hab ein bisschen Bauch und so, aber so im Ganzen nicht schlecht. Ja. So.
Und das finde ich, da können wir uns so viel von abgucken. Ja. Ich finde das gut. Weil wir gucken in den Spiegel und sehen nicht irgendwie, oh, schönes Haar oder schöne Haut, sondern wir sagen, da hängt was. So eine ganz kleine Stelle. Dann sagt mein Freund, wo denn genau? Dann sagen, hier, da, das muss hier so hoch. So. Also wir sind ja viel kritischer und wir leuchten ja das unsere so. Körperlichen Baustellen noch aus. Also das wäre so, wie wenn man Immobilienmakler ist und man hat einen Interessenten und dann sagt man nicht erst, guck mal, der schöne Garten, dann sagt man erstmal, hier regnet es rein. Ja, die Tür quietscht, ja. Ja, und es schimmelt. So. Ja. So sind wir Frauen. Wir sagen, ja, die Haare okay. Aber meine Oberschenkel, die sind so daddelig. Aber woran liegt das denn? Ist das Evolution? Ich krieg's nämlich jetzt gerade bei Insta mit, bei meiner heißgeliebten Bettina Rust, die heute, die mittlerweile auch schon Mitte 50 ist. Super Frau, mega top, clever, smart. Und aber ist momentan echt so ein bisschen viel am die Kommentare kommentieren. Und jetzt gab es irgendwie zwei Kommentare, dass sie irgendwie in einem Video alt aussehen wird und dann hat sie da direkt eine Antwort drauf gemacht und dass das, damit müssen wir aufhören. Und ich sage, ja, aber man strafe sie mit Ignoranz. Oder ist das dann echt, wo man sagt, dass einem das so wehtut, wo ich sage, mir ist es doch egal, was, also bin ich verhalten, aber also besser als Botox. Also ja, aber, also ich reagiere nicht auf so Kommentare. Ja. Also wenn überhaupt, sage ich, ah, Sie wollen eine Autogrammkarte, dann schicken Sie mir doch bitte Ihre Adresse. So. Also sonst sage ich gar nicht. Wenn einer, natürlich habe ich einen knittrigen Hals. Ja, da habe ich einmal gesagt, ja, der hat alles Recht dazu, weil der ist ja auch schon 60. Der ist ja alt. Der hält diesen großen Kopf. Ja, so. Ansonsten äußere ich mich zu Kommentaren, die meine Optik angehen. Überhaupt. Aber traut sich jemand an dich ran, wenn man weiß, wie du dann, also ehrlich? Warte mal, Sir. Also ich, wirklich, ich will jetzt nicht sagen, was ich schon alles an Fiesigkeiten gehört habe, aber war viel. Aber einfach ignorieren oder einfach sagen, alles ganze Programm. Ja. Naja, wenn es da in der Timeline steht, finde ich, dann regt es einen ja schon so ein bisschen auf. Also allein. Ja gut, also da bin ich eher auf deiner Seite, Susanne. Mich regt sowas dann auch auf, wenn bei uns in den Videos irgendwie auch also persönliche Befindlichkeiten in so ein allgemein Ding umgewandelt werden. Das muss jetzt jeder so empfinden und deshalb ist es völlig unverständlich, dass wir, also Steffen und ich, in unserem nächsten Podcast nicht dies oder jenes klarstellen. Also was regt mich auch ein bisschen auf. Aber naja, das ist eigentlich Blödsinn. Also das sagt ja mehr über die Leute aus. Ja, genau. Ich denke, ja, das stimmt. Wer setzt sich denn zu Hause hin und ich sehe die richtig vor mir mit so einem verbisterten Gesicht. Die blöde Hexe. Schieben sich da schön ihre Tiefkühlpizza rein, wo du denkst, ja, Glückwunsch. Das ist eine arme Wurst, dass du das hast. Das schreibe ich aber nicht, weil dann denke ich, das ist ja der Mühe zu viel. Ja, also das ja genau. Und es geht naja halt heute so einfach. Früher musstest du ja einen Leserbrief schreiben. Das ist es halt. Kriegst du noch Leserbriefe? Autogrammpost. Oh, okay. Oh. Ich will einen frankierten Rückumschlag. Ja. Genau, schreiben Sie an 5000 Mainz. Ja. Genau. Aber hattest du schon mal einen Shitstorm eigentlich? Gab es schon mal einen Shitstorm? Nee, so einen Shitstorm. Okay. Also ich weiß auch nicht immer, was es jetzt genau ist, wenn man sehr viel Kritik bekommt oder ja, also ich nee, aber ich bin jetzt auch, ich bin schon bei Instagram, ich bin bei Facebook noch, aber ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig aktiv. Also ich mache immer mal was, aber jetzt nicht rund um die Uhr. Naja, du hast ja jetzt auch nicht die kritischen Themen, die, also wo man jetzt tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein kann oder tatsächlich auch einen Shitstorm starten. Oh. Naja, wobei, so ein paar Frauen, die sich da vielleicht auf den Schlips oder auf die Bosse getreten sind. Ja. Ich sage zu politischen Sachen eine ganze Menge, zum Beispiel im Podcast sehr viel. Mhm. Du hast recht, ja, das stimmt. Da könnte man schon vortrefflich dagegen sein. Mein eigener Freund sagt manchmal, das kann man doch so nicht sagen. Und dann sage ich, habe ich doch gerade gemacht, hörst du doch. Ist jetzt raus, I don't give a fuck, danke, tschüss. Ja. So, also ich finde, das wird aber auch einfacher, eine klare Haltung zu haben im Alter. Weil man das Gefühl hat, ja, dann gefällt es halt jemandem nicht, auch gut. Verstehe ich auch, mir gefallen auch viele Sachen nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Attitude einfach, dass du sagst, was hast du da für eine Einstellung zu, wo du sagst, ja, pf, also, weißt du, also, weil wenn man nicht auf den Mund gefallen ist, wo man sagt, ja, und notfalls halt Ironie und Sarkasmus, wir hatten das ja jetzt auch mit irgendwie Jens Hörig,
das ging dann tagelang so, dass jeder irgendwie so sagt, ja, und jeder spielt sich da auf und dann lädst du die Person. Podcast? Ja. Und wo du sagst, natürlich, aber so, das ging einfach primär um das Buch und dann haben wir versucht, das möglichst, ja, aber wie gesagt, wir sind keine Juristen, der hat ein Buch rausgebracht von einem Verlag, wir möchten über das Buch sprechen. Und dann tagelang, und dann gab es dann irgendwie so ein, das hatte ich dann morgens um 5 gesehen, und dann hatte ich denjenigen eingeladen, hat gesagt, okay, also wenn du jetzt mit deinem Fake-Namen und Fake-Bild, kann man nichts anfangen, aber wenn du Bock hast, komm doch zu uns in den Podcast und wir reden drüber. Nee, ich gebe mir keine Daten. Und dann hat er da tagelang, und ich habe einfach nur noch mit Ironie und Sarkasmus gesagt, wir sind keine Juristen, wir sind ein Kulturpodcast, wir haben über das Buch gesprochen und Feierabend. Also, ich hatte auch in meiner Sendung beim MDR, Kassenbuch, und da gab es auch eine Riesenwelle danach, das war aber so eine inszenierte Welle von Leuten, die irgendein Problem mit dem haben und die jeden Medienauftritt kommentieren und sagen, ihr gebt dem Mörder eine Plattform. Ja, genau. Das ist der Tenor. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht, weil ich ja nicht über seine Schuld oder Unschuld entscheiden kann. Das machen Gerichte. Er hat einfach über diese Zeit geschrieben. Das war alles. Aber das ist, glaube ich, so, das war eine ganz komische Nummer. Alle, die ich kannte, bei denen er in der Sendung war, und er war in sehr vielen Sendungen, haben diese Post danach bekommen. Die Sender waren ganz in Aufruhr. Alle großen Sender haben diese Abmahnung und was weiß ich. Und wenn ihr das nochmal... Ja, dieser Anwalt, wie heißt der Kasper? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja. Dem also, hatte ich zweimal geschrieben, komm doch zu uns in den Podcast. Keine Nachricht. Da denkst du, ja, ja, sag mal. Ja, also das ist alles ein bisschen dubios, würde meine Mutter sagen. Kurzum, solchen Themen wollen wir uns gar nicht widmen, so sondern ja. Susanne Fröhlich ist heute hier, beziehungsweise wir sind ja fast schon weit fortgeschritten. Du hast dich ja wirklich mit letzter Kraft und das also freut mich und uns MV. Total sehr. Für die Leute, die es jetzt sehen, ihr müsst euch vorstellen, ich hätte hier noch ein bisschen Rouge und die Augen. Ich hatte keine Sekunde. Yeah. Ich bin gedacht, ich habe alles hingeschmissen, bin hier hoch und habe gedacht, so, jetzt. Und dann wird ein Video kommentiert, die Susanne Fröhlich sieht aber auch ein bisschen müde aus. So mager, hat die so abgenommen. Aber die Haare, die Frisur war super. Ich wollte noch einen Satz, der mir auch, also wirklich, ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, weil es geht ja heute um das Buch und nicht um RMV. Das ist das neue Buch von Susanne Fröhlich, nochmal Bremer Knauer, toller Verlag, Dankeschön. Kauft am besten, ich hatte beim Hugendubel Frankfurt, bist du schön platziert, ich wollte eigentlich ein Foto machen. Gut, da hatte ich keine Zeit mehr vorbeizugehen und zu gucken. Also wirklich schön platziert, auch mit zwei, drei anderen Büchern und schön, also das sah wirklich gut aus. Tolles neues Buch, auch für Männer empfehlenswert, weil es wirklich schön ist. Weil Leben schadet Männern nie, wie wir wissen. Ja, weil sonst... Derzeit machen sie keinen Dreck. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und es gibt den schönen Satz in dem Buch: Was man nicht versucht, kann auch nicht gelingen. Meine Damen und Herren, das ist Philosophie. Das ist es, ganz einfach. Soll ich mal sagen, was das ist? Das ist ein Satz, den mir meine Freundin Konstanze über Jahre gesagt hat. So. Immer wenn ich irgendwie daten war mit diesen ganzen Verrückten da draußen. Und dann hat sie gesagt, gut so, richtig so, was man nicht versucht, kann auch nicht gelingen. Und das ist so richtig. Viel cool, ja. Ein sehr schöner Satz, ja. Das ist ja ein Mantra jetzt. Also dieses Lamentieren über Dinge, ach, ich würde so gerne Spanisch sprechen, ja, dann lernst du doch. Ach, ich wäre so gerne mal in China, fahr hin. So, also es gibt immer dieses... Klar, wenn man jetzt wie ich mit 60 sagt, ich wäre so gerne Hirnchirurgin. Okay, das ist gelaufen. Ja, das wird nichts mehr werden. Fernstudium, naja, gut, ja. Ich werde nicht mehr Medizin studieren. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich wollte schon immer ein Café eröffnen, dann sage ich, dann tu es. Du wirst dich umgucken, weil du musst verdammt viel Kuchen backen. Das hat mit deinem Hobby, ich backe gerne Käse, Sahne, dann nichts mehr zu tun. Aber egal, ja. So, also man kann mehr, als man denkt. Und es kann eben auch nur gelingen, was man versucht. Und gibt es denn auch Frauen, die dir schreiben und sagen, Mensch, liebe Susanne oder liebe Frau Fröhlich oder wie auch immer, wie cool, dass ich auf sie gestoßen bin. Ich hatte auch so einige Fragen, aber in ihren Büchern, ich kriege sie ehrlich gesagt beantwortet und hat mir sehr, sehr geholfen. Kommt das denn vor? Ich habe Frauen, die mir, manche Sachen sind richtig anrührend, die sagen, ich hatte eine richtige Scheißzeit und ich habe seit langer, langer Zeit endlich mal wieder einfach gelacht. Und da freue ich mich so sehr. Und dann denke ich, da könnt ihr alle sagen, was weiß ich, das ist nicht das, nicht das, nicht das. Aber
Das ist ja meine Intention, dass jemand abschaltet und mal lacht. Ja, und ich habe auch Frauen, die mir sagen, also gerade jüngere Frauen, die sagen, ich möchte auch so selbstbewusst sein und die schon sagen, ich habe gelernt, ich muss nicht so perfekt sein. So, an mir ist auch frustrierend. Sorry, ich muss nicht perfekt sein. Nein. ich lasse es unkommentiert. Ich habe gestern auf der Lesung gesagt, was, glaube ich, echt wichtig ist, sich selbst nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen. Großer Punkt. Großer Punkt. Weil wir sind ja nicht das Universum und alles kreist nur um unser Da hast du absolut recht, Susanne. Absolut. Ich kann es nur Forza SGE. Kann es in dieser Deutlichkeit. Wir bleiben seriös. Wir bleiben seriös. Wer ist was? Der Eintracht? Und kleine Zwischenfrage. Wann wird es ausgelost? Morgen? Was? DFB-Pokal? Gegner? Ja. Oh, ich glaube, müsste morgen oder Freitag. Freitag, ja. Übermorgen oder wann auch immer. Ja. Was hätte Rudi denn zu Peter Fischer gesagt? Peter, was du dir reinpfeifst, ist mir... Karl Maltroppe. Lass doch den Cashel nicht daheim rumlege, das ist der Bub in der Schule. Oder, Kerl, wie doof muss man dann sein? Also, es gilt ja immer erstmal die Unschuldsvermutung. So ist es. Immer. So. Es wird viel erzählt über die Kokserei von Peter Fischer. Ich war nie dabei, ich kann es nicht beurteilen. Wenn das mit dem Jungen stimmt, ist es natürlich... Ja, uncool. ...schwierig. Ja. Sagen wir mal so. Aber für mich war eher so die Meldung, dass ich gesagt habe, dachte einer, dass er es nicht macht. Also ich war eher überrascht, dass es jetzt erst raus. Aber gut, ja. Also ich glaube, wenn das mit dem... das ist schon so ein bisschen... Es ist ja... Also ich möchte jetzt nicht sagen Kavaliersdelikt, habe ich jetzt nicht gesagt, aber wenn es mit dem Jungen stimmen sollte, dann tritt er zurück, großes Drama, ist ein Jahr irgendwie auf einer einsamen Insel, kommt zurück, ist der große Held, es wird verfilmt, Autobiografie, Dankeschön. So, aber es ist jetzt, also, das ist ja jetzt auch von den Reaktionen her, wen interessiert es, was der sich da reinverhält. Ja, lass das mit dem Kind, passt da halt ein bisschen auf, aber wenn der kokst, also wie viele Leute koksen, guck dir mal diese Abwasseranalysen an, wo du sagst, boah, ganz Köln kokst. Soll ich dir sagen, ich kenne niemanden. Jetzt ohne Spaß. Ich auch nicht. Der koks. Und ich selber zum Beispiel. Völlig fremd. Ich habe das niemals versucht. Ich auch nicht, weil ich das Geld nicht hatte. Was? So. Ich hätte Geld gehabt, aber ich muss sagen, ich bin kein Freund von einem. Ich habe Angst vor Kontrollverlust, vor Komplette. Und deswegen bin ich so ein bisschen nicht so drogenaffin. Und ich sag mal, so ein schöner Äppler, so ein Sechserbimbel oder ein Gläschen, so ein Schoppe Wein, weißt du? Bis es auch betuddelt und gut ist. Ich wollte einen Wein schon. Als ich das erste Mal gekifft habe mit 20 oder 19, wirklich nicht gerade früh, dann habe ich immer gewartet, dass alles bunt wird. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, dann ist nichts passiert. Dann habe ich meine Freundin, wir saßen in meiner Wohnung und sagten, ja, was ist denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, wir gehen zum Apfelwein. Dann sind wir haben einen getrunken. Und das hat gezischt. Ja. Aber war die Welt wieder gut. Ja. Ich wollte mal fragen, war es denn eigentlich schon mal Thema, das zu verfilmen? Weil ich hatte immer so ein bisschen, also im allerpositivsten Sinne, so ein bisschen so Sex in the City und so, dass man sagt, könnte man das eigentlich auch verfilmen, deine Bücher? Könnte man doch machen. Ja, also. Sind ein paar verfilmt, aber das ist ja wahnsinnig schwierig. Also Moppelig ist verfilmt. Ja, genau. Aber der erste Band dieser Reihe ist sogar ein Kinofilm gewesen. Mit der, wie hieß die Schauspielerin, Anna Kraft? Diana Amft. Ah, Diana Amft, fast. Aber das Komische ist ja, wenn du deine eigenen Bücher als Film siehst, denkst du, ich war damals mit meiner Tochter im Kino und die wusste, es ist mein Buch. Und dann hat die gesagt, bist du sicher, dass es dein Buch ist? Nein. weil natürlich muss es viel kürzer sein, es muss gerafft sein, dann wird wahnsinnig viel geändert. Dann sagen sie, ach, ich weiß nicht, der alte Mann, ob das so sexy, nehmen wir lieber einen Hund. So. Und so geht es dann immer weiter. Und dann so, ich bin da noch übrig. Von der Serie wurde aber noch nichts verfilmt, oder? Nee, das hat der allererste Band und ich glaube noch einer. Also schon ein paar, ja. Und dann habe ich mir mal ein Jugendbuch geschrieben, ist auch verfilmt worden. Ach, guck. Findet man überall, wo es Filme gibt. Also das muss man nicht. Es ist jetzt gemein, das zu sagen, aber das muss man wirklich nicht gucken. Okay. Mein Ex saß damals neben mir und ich habe gesagt, so, jetzt läuft der Film. Dann hat er gesagt, ich kann das nicht gucken. Ich kann nicht. Ich gesagt, mir geht es mit den Nele Neuhaus-Verfilmungen so. Ja. Die find ich auch ganz grauslig. Ich weiß gar nicht, warum. Weil das in deinem Kopf anders ist? Ja, genau.
Also die sind ganz komisch, keine Ahnung. Aber na gut, so ist es. Es reicht ja auch, das Buch zu lesen und es ist ja jetzt auch schon rausgekommen und man kann es kaufen. Man kann es als E-Book downloaden, wobei ich mag ja lieber das Papier, ehrlich gesagt. Mhm. Ich muss es mir jetzt nur als E-Book, weil die Post, wie gesagt, gestreikt hat. Also ein fantastisches Buch ist dir da wieder gelungen und wir empfehlen es. Ja, komm. Nein, es ist wirklich, wie du sagst, es ist ein schönes U-Buch, man kann sich unterhalten. Ich habe es in der Badewanne angefangen zu lesen. Ich musste laut lachen und ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Ach, das ist sehr süß, dass ihr das sagt. Ich hatte eine Frau bei der Lesung, die hat gesagt, die hatte ihren Mann dabei, es sind nicht so viele Männer da. Und dann sage ich, ach, sie sind ja auch mit. Und dann hat er gesagt, am Anfang hätte er immer nur im Urlaub geguckt, weil seine Frau so gekichert hätte auf der Liege. Das wäre dauernd so. Und dann hat er gesagt, jetzt gib halt mal her. Und seitdem hat er gesagt, ist er angefixt. Ja, und ich bin ja auch noch gespannt. Wie gesagt, ich bin noch gar nicht weit, deshalb, ich konnte es erst vorgestern kurz anfangen zu lesen und ich bin jetzt ja noch immer, ich sitze ja immer noch auf der Frage, ob man in den entsprechenden Ausscheidungen das Entsprechende findet oder ob die Dinge darin umkommen oder... Ich werde nicht spoilern. Das geht auf keinen Fall. Susanne, bist du eigentlich, du bist ja auf Lesetour auch in der Nähe in Hessen, Frankfurt, oder einfach mal auf die Webseite gucken? Ich weiß es nicht aus dem Kopf, ehrlich. Ich war jetzt in Erfurt, ich habe irgendwie, Erfurt ist mein Leseort. Ich habe in keinem anderen Ort der Republik so häufig gelesen wie in Erfurt. Oha. Ich habe das Gefühl, wenn ich über die Fußgängerzone gehe, den habe ich allen schon vorgelesen. Weil der, so groß ist ja Erfurt gar nicht und ich war bestimmt schon 25 Mal da. Ich habe keine Ahnung, was es ansonsten an Lesereisen gibt. Ich lasse mich mal überraschen. Also das heißt aber, wir finden die Infos bei dir oder beim, wo kann man beim Verlag. Beim Verlag mal nach. Genau, schon. Richtig. Das heißt also, versprochen, wenn du in der Nähe bist, dann kommen wir auf jeden Fall vorbei. Oh ja, da freuen wir uns. Ich gucke jetzt gerade mal, aber genau, kann jeder auch. Nochmal bitte. Da trinken wir einen echten schönen Sauergespritzen. So machen wir es. So machen wir es. Also, liebe Leute, also wie immer, liken, teilen, abonnieren, alle Bücher kaufen von Susanne Fröhlich. Alle. Und wir alle, am besten zweifach, digital, online, ja, das die gibt, Filme das anschauen. Gibt wie im Reklam so eine schöne Farbbücherwand, weißt du, da kann man genau, ja, genau. Und zeigen, wie meine aussieht. Oh ja, ja, ja. Ja. So, hallo Podcast-Hörer, mal bei YouTube. Da hinten geht's los, seht ihr es? Ah, hey. Uiuiui, das ist eine Stadt, eine stattliche, sehr schön, da schaut, also wer es jetzt nicht guckt, wir schauen gerade ins Wohnzimmer von Susanne Fröhlich. Die Autobiografie vom Feldmann? Nee, gut. So, bitte, bitte. Oh, die müssen wir ja auch noch lesen. Ach, geh fort. Set-Foto, oder? Vom Feldmann? Ja, also ist keine Autobiografie, sondern... eher eine 130 Seiten Broschüre. Ich habe sie auch irgendwo hier nächst, glaube ich. Bozi, Jude, ja, Oberbürgermeister? Nee, das dritte Wort fällt mir nicht ein. Also so heißt der Titel. So ja, die Katze spielt damit. Also es ist eher sowas, wie alles begann und so, wo ich sage, ja, naja, also gut. Das wäre interessanter gewesen. Hä? Wie alles endete, wäre vielleicht interessant. Ja, aber... Ist ja noch nicht zu Ende. Ich mache gerade mal, ihr Lieben, ein Set-Foto. Ah, mit der Eintracht, guck. Jawohl. Meine Damen und Herren, bitte liken, teilen, abonnieren. Vielen, vielen Dank. Susanne, vielen Dank. Herr Letzert, ich gebe Ihnen das Wort. Herr Hertlein, ich sag auch ganz, ganz lieben Dank. Das hat einen riesen, riesen Spaß gemacht. Und ich sage, in 4 Wochen haben wir das nächste Buch. Genau. Gib die Mühe. Abgabetermin. Also nochmal vielen Dank, dass du in dieser ganzen Hektik gesagt hast. Aber das ist Profi, Punkt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es war die Hölle, dass ich dann am Ende 10 Minuten und eine Viertelstunde zu spät war. Ich hasse zu spät sein. Ich habe dem Taxifahrer gesagt, ich habe einen Termin. Der hat auch gedacht, was hat die Alte denn für einen Termin gemacht? So ist es, Freunde. Unser Schmetterling im, Kopf-Podcast, weil ich hatte Susanne bei Insta noch geschrieben, wir können es auch verschieben, bitte und so, alles gut. Und die Frau Fröhlich hat darauf bestanden, heute einen Podcast zu machen. So, nein. So. Und jetzt gibt es... Dann hätte ich ja wirklich, weißt du, jetzt habe ich diesen ganzen Heckmeck gehabt und dachte, nein, das wird heute gemacht. Sehr schön, tausend Dank. Und jetzt gibt es den Schoppe Äppler oder ein Schöne Rode oder ein Schöne Rosé oder was auch immer. Und wir sehen uns einfach wieder, wenn du wieder was fabriziert hast. Und ich bin mir ganz sicher, das wird bald wieder der Fall sein. Ich nehme es auch an. Susanne, vielen Dank. Und ich gehe eine Runde koksen. Bis dann. Ja.
Tschüss. Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.